Den Kopf angeschlagen, die Hände aufgeschürft oder den Knöchel verknackst. Gerade an Schulen kommt es immer wieder zu kleineren Verletzungen. An 12 Schulen im Kreis hilft in solchen Fällen der Schulsanitätsdienst. Die freiwilligen Sanitäter stehen als Rettungskräfte parat, wenn einem Mitschüler etwas passiert. In Hattenhofen hatten die jungen Ersthelfer jetzt Gelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und Neues zu lernen. Und die 82 Teilnehmer haben gut aufgepasst und viel gelernt. Wenn Menschen bewusstlos sind, halt wie wir mit denen umgehen sollen, und wenn Menschen irgendwie Verletzungen haben, dass wir halt nicht zu denen hingehen sollen und schreien sollen, oh, was haben sie denn da? Sondern so, ja, dass die halt nicht in Panik verfallen. Wie man mit Verletzten umgeht, wie man sie bergen tut, wie man sie auf eine Trage oder Schaufeltrage bringt, wie man sich kleinere Verletzungen schminkt. Dass man halt Verletzte, wie man zum Beispiel in Halskrause anlegt und auf was man eigentlich achten muss, das war eigentlich auch sehr interessant. Und auch was in so einem OTW, wie das man die Sache aufbaut, und das war wirklich interessant. Beim ersten Schulsanitätstag des Deutschen Roten Kreuzes ging es nicht darum, theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern ganz praxisnah an verschiedenen Stationen unterschiedliche Aufgaben zu meistern. Der Umgang mit einer Schaufeltrage oder einer Vakuummatratze zum Beispiel ist gar nicht so einfach. Dass man den zu viel oder halt so wenig wie möglich bewegt, da er ja Verletzungen am Rücken haben könnte. Und durch die Bewegung könnte sich Wirbel oder so verschieben und noch schlimmere Verletzungen vorführen. Da muss man also sehr vorsichtig sein, dass da nicht noch mehr passiert. Ja, dass halt die Person sicher liegt, dass man da nicht irgendwie jetzt halt mal so schnell irgendwas halt macht, dass der runterfliegt, sondern halt langsam und ja. Ob das richtige Transportieren oder das Anlegen eines Verbands. Die 82 Jugendlichen wissen genau, wie sie im Notfall helfen können, bis im schlimmsten Fall der Rettungsdienst eintrifft. Die Schulsanitäter waren mit Eifer bei der Sache und hatten Spaß. Mit dem Schminke fand ich jetzt schlecht. Aber man hat hier so ein Wachs drauf gekriegt. Dann hat man sie übertupfen müssen mit so einem Puder, dass sie nicht so glänzt. Dann einen Schnitt reinmachen und dann mit roter Farbe halt überstreichen, dass es dann echt aussieht. Und es hat schon manchmal ziemlich echt ausgesehen. Die Ausbildung zum Schulsanitäter und die Teilnahme am Schulsanitätstag ist freiwillig und ehrenamtlich. Die Jugendlichen wollen sich engagieren und Verantwortung übernehmen, indem sie sich zum Schulsanitäter ausbilden lassen. Ja, da wir Schulsanitäter sind und wir das halt brauchen, wenn wir in der Schule rumlaufen und Leute verletzt sind. Weil ich es einfach klasse finde, dass man anderen Menschen so helfen kann. Und ich denke, dass auch in der Schule viel passieren kann und dass da halt jemand vor Ort ist. Helfen können die 10- bis 16-Jährigen jetzt nicht nur ihren Mitschülern und Lehrern, sondern jedem, der Hilfe braucht. Und vielleicht auch dem DRK selbst. Auf der einen Seite ist so ein Schulsanitätstag dafür da, dass man den Kontakt zu der Schule herstellt, dass man die Lehrer unterstützt, dass man den Schülern auch zeigt, es gibt noch mehr außer dem, was in der Schule stattfindet. Und auf der anderen Seite ganz klar Nachwuchs fürs Jugendrotkreuz und dann auch, wenn sie älter werden, dann eben für die Gliederungen im Roten Kreuz. Damit die Nachwuchssanis auch das nötige Rüstzeug zum richtigen Helfen haben, bekamen sie für ihre Schulen je 2 Sanitätsrucksäcke mit allem, was im Ernstfall benötigt wird. Nach dem erfolgreichen ersten Schulsanitätstag soll es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben. Und vielleicht haben bis dahin ja noch mehr Schulen im Kreis Göppingen einen Schulsanitätsdienst eingerichtet.